einen wunderschönen guten Abend. Es ist schon später, es ist jetzt fast 18 Uhr. Die Mädels sind wieder zu Hause. Clara ist gerade zurück von ihren Reiterferien. Vielleicht kann sie dir gleich noch ein bisschen was erzählen. Sie ist da immer total euphorisch danach und ihr gefällt es da wirklich richtig, richtig gut. Da liegen noch ihre ganzen Sachen. Sie ist auch total durchgeschwitzt heute. Heute war nach Tagen, Wochen, mal endlich richtig schönes Wetter. Deshalb bin ich heute auch in Kurs. Mich total gefreut, saß ganz viel im Garten und so. Lisa ist auch wieder da von ihrem Kindergarten. Oh, das wollte ich ja auch noch erzählen, wie die Muffins ankamen. Meine Smarties Muffins kamen sehr, sehr gut an. Also auch die Kindergärtnerin meinte, dass es sehr gut geschmeckt hat. Obwohl sie das wahrscheinlich auch so sagen würde, wenn es nicht gut geschmeckt hätte. Aber es sind alle weggeputzt. Obwohl es gar nicht mehr so viele Kinder sind, die jetzt noch in der Gruppe sind, weil es sind ja jetzt schon Sommerferien. Viele sind schon unterwegs mit den Eltern, den Urlaub und so. Hallo Lisa! Habe ich gerade erzählt? Schnäppchen? Was ist denn hier? Kleiner Fritz. Bist du wieder am Hüpfen, am Tanzen? Kleiner Flummi? Willst du Mami helfen? Ja. Dann kannst du einmal Gläser decken, wenn du möchtest. Okay? Ja, Mami. Genau. Wir machen nämlich jetzt Abendbrot. Es gibt heute Brot. Mhm. Es gibt heute einfach Brotzeit. Schaffst du das, Elisa? Kann Mami helfen? Ein Glas? Dann tu ein Glas rüber. Das reicht, okay? Mami macht den Rest. Aber vorsichtig, Elisa. Okay? Vorsichtig und langsam, Schnüppchen. Also heute gibt es ganz normales, total einfaches Brotzeit. Genau, Abendbrot. Ich glaube, Justus würde sich total darüber freuen. Heute gibt es Aufbackbrötchen. Oh, eine Packung haben wir noch. Also gestern war ja der erste Tag, an dem die Jungs weg sind. Und wir Mädels haben uns richtig schönen Tag gemacht. Also wir haben das jetzt auch gar nicht so doll gemerkt. Oder ich habe das gar nicht so doll gemerkt, weil wir trotzdem genug zu tun hatten. Aber so am Abend, als die beiden Mädels dann im Bettchen waren und ich dann alleine zu Hause war. Willst du die auch noch zeigen? Komm, die zeigen wir auch noch. Elisa hat ja eine Krone bekommen im Kindergarten zum Geburtstag. Zieh mal auf. Also die drei muss nach vorne, Elisa. Mal gucken. Einmal schiebe. Da ist sie, die drei. So. Sieht süß aus. Gefällt sie dir, Elisa? Elisa will sie gar nicht mehr abziehen. Sie mag sie total gerne. Sieht sehr, sehr schick aus. Ist Mami. Für Mami? Mami, kann ich das hier? Ah, Elisa, die Schelmin. Weißt du, was sie haben möchte? Sie möchte das hier haben. Die Streusel. Diese Schelmin. Streusel? Ja. Mhm. Kann ich was? Aber nur ein bisschen. Nochmal in ein Schüsselchen rein, ja? Hol mal ein Schüsselchen. Hat Elisa nämlich eben schon gemacht. Sie hat einfach so ein paar Streusel in ein Schüsselchen. Und dann hat sie das aufgemampft, das Schnubbelinchen. Ich glaube, dafür sind sie gar nicht da. Da? Ja, meinst du? Mhm. Okay. Nehmen wir ein paar rein, aber nur, ne? Gleich gibt es ja Abendbrot, Schnubbi. Mhm. So, das reicht. Vorsichtig, nicht umkippen. Muss man die ablecken? Ganz schön knusprig, ne? Also am Abend war es dann ein bisschen einsam. Da kriege ich dann auch immer so Gedanken und so. Nancy kriegt Gedanken, ja. Also wenn Justus nicht da ist, dann fühle ich mich nicht so komplett. Ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es ist... Bist du fertig? Nee, Brötchen sind noch nicht fertig, Elisa. Wir müssen erstmal aufbacken. Ich müsste auch. Nee, Elisa, erstmal aufbacken. Erstmal. Achso, du möchtest mithelfen. Achso, okay. Dann helfen wir mit. Siehst du? Also zu Hause habe ich auf jeden Fall genug zu tun. Meine Mami, Mädels helfen mir immer mit. Guck mal, ich kann den nicht klein machen. Du hast ein Streuselbad, Elisa. Elisa. Ich kann den nicht klein machen. Brauchst du nicht klein machen. Kannst du einfach reinziehen. So. Genau. Super. Noch mehr? Noch einen, ja. Und dann reicht es. Brauchen nicht so viel. Eins. Super. Dankeschön, Elisa. Mal zumachen. Schieben. Okay.
Vorsichtig. So. Ich kann das. Du kannst das schon, ja. Oh, hast ja schon ausgepackt. Ja. Ja. In Zusammenarbeit mit Zapfkreation habe ich diese Lil Snaps bekommen. Vielleicht erinnerst du dich, ich war ja vor einigen Monaten mit... Ja, sehr schön, Elisa. Mit Zapfkreation auf der Spielzeugmesse gewesen. Da durfte ich mir alle Neuheiten angucken, was es so in diesem Jahr geben wird an Spielzeug. Also die gibt es in zwei verschiedenen Größen. Einmal groß und einmal klein. Die Verpackung ist auch richtig schön. Also es sieht aus wie Diamanten. Ja, das sind so kleine Püppis drin, ne? Und die sind immer unterschiedlich. Also die sind bunt gemischt in diesen Blindpacks drin. Und so wie man möchte, kann man die zusammenstellen. Also Kopf, Körper und die Beine, die kann man so auseinander machen. Ich habe auch viele andere, die kann ich dann auch anders anziehen. Genau, die kann man dann untereinander mischen. Und da drin gibt es eben auch diese Silikonbänder. Die kann man auch verstellen, ob man sie länger oder kürzer haben möchte. Kann man sie dann als Kette tragen. Armbänder kann man daraus auch machen. Genau, kann man auch, ne? Also je nachdem, wie man das halt verstellt. Das kann man auch mal zeigen. Das sind nämlich die ganzen Puppen, die man sammeln kann. Das ist deiner, Elisa. Und dadurch, dass sie eben bunt gemischt sind in diesen Verpackungen hier, kann man sie sich immer zusammenstellen und mischen, bis man die Puppen gesammelt hat. Dann kann man sich das auch so abhaken. Ich glaube, hier ist der Kopf drin, oder? Ich will gleich mal gucken. Oh, ein Hündchen. Och Gott, ein Dalmatiner. Oh, das ist ja süß. Süß. Das ist jetzt alles in der großen drin gewesen, also eine Püppi zum Zusammensnappen, dann noch süße Charms, so wie dieser Diamant, dann der Schlüsselanhänger oder Taschenanhänger und diese Silikonketten. Und das ist in so einer kleinen drin, richtig süße kleine Charms noch mit dazu. Wir haben jetzt einmal den Schlüssel oder Taschenanhänger gemacht mit der Püppi und Clara hat sich ihre Lieblingspüppi zusammengestellt. So sieht die aus. Jetzt trägst du sie als Kette. Sieht sehr, sehr schick aus. Also die Brötchen sind jetzt im Ofen. Dauert noch ein paar Minuten, dann piept es, dann sind sie fertig. So schönes Wetter heute. Und schon wieder Gänsemarsch hier hinten. Mami geht raus, alles folgt. Aber es ist jetzt so ein bisschen schwül und man sieht, glaube ich, ganz gut, der Himmel ist nicht mehr so schön blau. Also ich habe das Gefühl, dass es heute regnen wird. Elisa hat ihre kleinen Schüchchen an, das sieht immer so süß aus. Aber du hast Entenfüße, Elisa. Nein. Doch. Ich bin... barfuß. Du bist barfuß in den Schuhen. Ja, aber das sind jetzt Entenfüße. Ich muss einmal tauschen in dieser. Mach mal den Schuh aus. Oh. Oh. Und jetzt. Einmal rein und dann ist richtig. Genau. Wollen wir einmal Blaubeeren suchen gehen? Ja. Ich habe nämlich heute schon geguckt. Da sind schon wieder ein paar reif. Ja. Richtig dunkelblau sogar. Blau wie die blaue Blaubeere. Ja, blau wie die blaueste Blaubeere, die es gibt. Hilfe, Elisa! Meine Püppi hat ein Haustier und was zu essen. Das ist gut. Dann ist sie gut versorgt. Achso, Clara, erzähl mal, wie war es beim Reiten heute? Ganz gut. Hat ihr was Besonderes heute gemacht? Ja. Ponyspiele. Ponyspiele. Noch mal gucken. Guck mal, hier sieht man schon. Es ist immer wieder, also jeden Tag können wir eigentlich im Moment pflücken. Es sind ja echt viele dran. Es sind sehr, sehr viele noch nicht reif, aber täglich werden immer ordentlich viel reif. Elisa, nur die pflücken, die dunkel sind, ne, Schnubbi? Das ist dunkel. Zeig mal. Ja, der ist dunkel. Den kannst du nehmen. Guck mal, wie viele heute reif sind, Clara. Ganz, ganz viele. Hier oben ist auch eine. Super dunkel, Clara, die hier. Elisa, willst du die nehmen? Okay. Elisa nimmt die. Oh, abgepflückt. Hier oben auch. Super dunkel. Elisa wieder? Geschafft. Super. Wird hier fleißig gemampft. Oh, Elisa, Vorsicht! Elisa stürzt in den Busch. Da ist noch einer. Da ist noch einer, den du pflücken möchtest. Kannst auch ein bisschen unten gucken, da sind auch schon ganz viele reif. Guck mal, hier sind auch schon ganz viele reif, Elisa. Sind alles auf deiner Höhe. Danke, Mami. Also dieser Busch hat sich auf jeden Fall gelohnt. So ein riesiger Blaubeerbusch. Oh, das ist so kaputt. Den mal ab. Der ist eh schon hinüber, der Ast.
Und hier können wir auch noch mal kurz gucken. Mein ganzer Stolz an Grünzeug. Oh, das sieht gerade so ein bisschen traurig aus. Ich glaube, ich muss mal wieder gießen. Normalerweise stehen die Blätter so nach oben. Aber ich glaube, heute wird es eh noch regnen. Deshalb warte ich lieber noch mal kurz. Guck mal, wie groß jetzt unsere Salatköpfe geworden sind. Das sind jetzt richtige Köpfe. Vorher war das ja eher noch so ein paar Blätter. Ja, hast du noch einen gefunden? Super. Kannst du alle pflücken, die reif sind, okay? Und jetzt sieht das schon wirklich richtig proper aus, wie aus dem Supermarkt, oder? Bin super mega stolz darüber. Haben auch schon welche gegessen, hier richtig ganze Köpfe rausgeholt, damit die anderen jetzt noch ein bisschen mehr Platz haben. Der Rucola sieht auch gut aus, er fängt auch schon an zu blühen. Ich glaube, man soll ja die Blüten abmachen, damit der ja weiter, weiß ich nicht, normal Blätter bekommt, die man essen kann. Und hier die Tomaten werden auch langsam. Jetzt kriegst du noch ein kleines Update zu unserem Gemüsefeld hier hinten. Da ist schon eine Blüte an meiner Aubergine. Da freue ich mich so drüber. Ja, Elisa? Was denn? Das Sand drin. Ja, das ist ja nicht schlimm, Elisa. Du kannst ja auch barfuß laufen, wenn du möchtest. Mami, kannst du rausmachen? Okay. So? Gut? Okay. Und das hier. Einmal ausschütteln. Genau. Dann ist alles draußen. Also da kommt auf jeden Fall eine Aubergine. Und hier oben kommen auch noch so ein paar Blüten. Ach, da bin ich sehr gespannt, wie die Aubergine aussehen wird. Wenn die hier fertig ist, kann ich meine eigene ernten. Hier sind jetzt noch unsere Kräuter, die sind auch total gesprießt und riesig geworden. Der Basilikum, guck mal, wie groß der geworden ist. Der war mal die Hälfte davon. Mädels, seid ihr schon satt gefuttert? Nein. Nein? Ich probiere jetzt auch eine. Die sind richtig süß. Oh, nee, doch nicht. Doch, ganz schön sauer. Warte, ich zeig dir mal die Sorte, die wir hier haben. So heißt sie? Blaubeeren. Ja, genau, Elisa. Aber die heißen? Blaubeeren. Die haben noch einen Namen und zwar? Elisa. Elisa heißen sie? Mhm. Nee, hier steht einfach nur Gartenheidelbeere. Bero? Blue Crop? Das ist das noch der Name eins davon? Ja, kannst du alles pflücken, Elisa. Ups. Genau. Lecker. Könnt weiter pflücken, Mami muss einmal gucken. Ofen gucken. Hier hinten höre ich das nämlich nicht, wenn es piept. Den Topf, den wir gemalt haben, den müssen wir morgen auch mitnehmen. Ach, hier ist die Schale von Elisa, die sie heute Morgen schon so gefuttert hat. Mit den Streuseln drin. Auf jeden Fall, die haben wir jetzt fertig gemacht. Blumenerde haben wir reingemacht. Dann haben wir noch die Sonnenblumenkerne reingemacht. Und Elisa hat auch schon gegossen, wie man sieht. Ist so ein bisschen nass. Und dann kann sie das verschenken an ihre Kindergärtnerin. Obwohl, ups. Jetzt habe ich schon wieder gesagt, das böse Wort. Ich hatte nämlich auf Instagram ein Foto gepostet, wo ich ganz, ganz lieb erzählt habe von Elisas Kindergärtnerin. Und ja, das fanden einige nicht so gut, weil ich sie Kindergärtnerin genannt habe. Und so darf man sie wohl nicht nennen, sondern es heißt Erzieherin. Das war nicht böse gemeint von mir. Aber gut, ich lerne auch dazu. Deshalb natürlich Erzieherin. Ich schneide jetzt noch eine Tomate und Zwiebeln. Das schmeckt auch immer ganz gut. Hier habe ich noch eine übrig. Ich muss wieder einkaufen fahren. Das könnte ich eigentlich morgen früh mal machen. Vielleicht nehme ich dich da mit zum Wocheneinkauf. Das haben sich ja ein paar wieder gewünscht. Für Rezeptideen und so. Also mittags koche ich ja nicht. Habe ich das schon erzählt. Aber mittags für mich alleine koche ich nicht. Diese Woche sind ja die Mädels unterwegs zur Mittagszeit. Also Elisa ist im Kindergarten und Clara ist bei den Reiterferien. Deshalb muss ich mittags nicht kochen. Männer sind sowieso weg. Na, wer jetzt voll gefuttert? Du musst etwas holen, okay? Jetzt mag das wohl sein. Super, mega lecker. Zwiebel. Oh, da kann ich dir jetzt auch einen Trick zeigen, den ich ausprobiert habe schon, nachdem ich ihn bekommen habe aus der Community und der richtig gut funktioniert. Ja. Ich dachte, du wolltest was erzählen, Elisa. Mami, ich habe so eine Käse. Butter.
Käse, Butter, okay, decke ich gleich. Butter? Noch mehr Butter, okay. Butter? So viel Butter? Elisa isst tatsächlich Käse? Gerne einfach so Butter. Käse? Käse, ja. Käse? Haben wir noch da? Apfel? Apfel! Okay. Oh, ich wollte dir den Trick zeigen. Jetzt habe ich schon angefangen zu schneiden. Das geht natürlich nicht. Und zwar, wenn du auch dazu gehörst, zu den Menschen, die weinen müssen, wenn sie Zwiebeln schneiden, und dazu gehöre ich auf jeden Fall, dann habe ich jetzt den ultimativen Tipp für dich. Den habe ich schon so oft gehört, nie ausprobiert. Und letztens habe ich den ausprobiert und es funktioniert. Halleluja! Also, einfach einen Schluck Wasser in den Mund nehmen. Du musst jetzt nicht den Mund super voll nehmen, einfach so einen Schluck Wasser. Und dann kannst du Zwiebeln schneiden und du wirst nicht weinen davon. Ist wirklich krass. Es geht. Tada! Und alles ohne Tränen. Ich weiß nicht, warum es funktioniert, aber die Hauptsache ist, es funktioniert. Also probier das unbedingt aus. Es ist echt toll, Zwiebel zu schneiden ohne tränende Augen. Ich decke jetzt noch den Tisch fertig mit Leckereien. Das ist ja immer noch meine Box. Vielleicht erinnerst du dich an mein Kühlschrank-Organisationsvideo. Ich benutze immer noch diese Boxen. Das funktioniert echt super damit. Man hat einfach immer alles griffbereit. Und das ist ja immer schon alles vorher geordnet. Das ist jetzt einfach so Abendbrotbox. Was hast du vor, Elisa? Ist das ein Luftballon? Nein. Clara hat euch bekommen. Ach so. Ich habe es zuerst. Aha. Ich habe Ah! Das wieder? Mhm. Ist aber kein Vorlesebuch, ne, Elisa? Ja. Das ist ein Hund. Ja? Das ist ein Hund. Streich. Streicheln? Mhm. Ah. Mami, vorlesen. Das kann man nicht so gut vorlesen. Das ist ja ein Suchtbildbuch. Da kann man gucken, was ist das? Auch ein Herz. Ein Stern. Ein Seestern. Oder ein Kristall. Eine Qualle. Ein Kavall. Qualle. Qualle. Ja. Das? Ein Storch? Anderes Buch, ja. Das hier? Das Buch, okay? Das hier Buch. Das ist aber ein Singbuch. Singbuch, also vorlesen. Kann man nicht so gut vorlesen. Das ist übrigens Elisas Lieblingslied im Moment. Elisa möchte es. Funke, 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 kleiner Stern, bist du eine Segelsternte. Und jetzt den Tafel. Du kannst ganz toll singen, Elisa. Mond, 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 bist du eine Teddybär, 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 bist du eine Teddybär-Bomba. Kita, Kata, Brot, Kita, Butter, fertig. Und hast du gespielt? Ja. Tom hatte rausgemacht. Und Schuhe gemacht habe ich. Und weiter Schuhe gemacht habe ich. Tom hatte rausgemacht, müsste Brot. Okay, nochmal Brot, ja? Schon wieder Brot. Immer nur Brot, 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 Brot. Brot, 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 Elisa. Immer nur Brot. Okay, bisschen Brotmädchen, so wie Papi, ja? Ist das von Papi geerbt? Ich müsste Brot frühstücken. Frühstücken? Okay, Brot gibt's zum Frühstück. Du bist keiner Frechdachs, Elisa. Elisa macht jetzt immer ganz gerne Yoga-Übungen mit mir zusammen. Das ist immer ganz süß. Stimmt's, Elisa?
Ja? Ich habe einen Tanz. Elisa freut sich schon sehr auf nach den Ferien. Da geht nämlich... Elisa nicht. Da geht nämlich ihr Tanzkurs und ihr Turnen weiter. Und da hat sie sich heute schon ihre Klamotten sogar rausgeholt. Wir sind Rechte, Elisa. Ich gehe zu Turm und tanze im Aufführung. Tanzaufführung. Ja, Elisa erzählt schon die ganze Zeit von ihrer Tanzaufführung. Tanzaufführung und Turn. Da bin ich schon sehr gespannt auf deine erste Tanzaufführung, Elisa, ja? Ich kann ja nicht turnen gehen. Also du merkst, Elisa ist eine richtige kleine Quasselstrippe. Sie ist die ganze Zeit am Erzählen und am Reden und ja, es gibt viel zu erzählen. Guck mal, Mami. Ja, Elisa kann auch das hier schon. Sehr gut, Elisa. Ich kann schon alleine. Also wir Mädels werden jetzt unsere Abendroutine machen. Eigentlich war das auch schon so ein bisschen Abendbrot machen. Abschieden. Wir verabschieden uns und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss von unserem Mädelsabend. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Elisa.